zusammen und willkommen zurück hier wieder auf der Südhämmern. Und ja, wir sind genau da, wo wir gewesen sind, einmal am Abladen mit unserem Spargelernter. So, der hat die ersten Anhänger hat er jetzt leer gemacht. Wir fahren weiter. Ich habe in der Pause zwischen den beiden Aufnahmen den Kollegen mit dem Dünger, Spritzen, Dingens zurückgeschickt zum Hof erstmal. Ich habe ihm gesagt, er soll zum Wolle, also zum Schafstall erstmal fahren, damit er aus dem Weg ist. So, jetzt gucken wir mal, ob der da oben auch rumkommt oder ob der jetzt gleich im Verkehr stecken bleibt. Bleibt er wohl? Ja. Das heißt, der muss jetzt erstmal warten, bis der zweite Band auch beladen wird. Das kann sich auch nur noch um Stunden handeln. Ja, es wird jetzt halt wirklich die nächsten Folgen ein bisschen spargelerntenlastig sein. Aber es muss halt gemacht werden. Und das würde ich halt auch gerne selber machen. Also nicht alles wieder automatisiert fahren lassen, sondern halt schon mal zumindest ein Teil, dass wir den selbst machen. Wir können dann da klar irgendwann mal den Helfer auch einfach mit einstellen. Gucken wir mal, ja, wir sind jetzt schon wieder bei 12.000, das heißt, wir haben noch 9.000 Liter vor uns, bis wir voll sind. Guck, wir haben ja eh noch nicht das komplette Feld zu ernten, weil es ja noch nicht komplett reif ist. Aber auf jeden Fall, wie wir gesehen haben, das Geld, was reinkommen wird, ist schon mal sehr gut. Und dann bin ich am Überlegen, ob wir vielleicht einen großen Kipper mit reinnehmen. Wir haben ja einen LKW schon da und den müsste ich aber als Mod noch mit reinnehmen. Ich habe da einen tollen LKW-Pack. Gut, das ist jetzt zwar ein bisschen nicht ganz realistisch, weil der 100.000 Liter Volumen hat. Aber bei den Massen, die wir hier einfach zu transportieren haben, macht das vielleicht doch Sinn, den mit reinzunehmen. So, und weiter im Text. Ja, ihr zwei drängelt da oben immer noch schön vor euch hin. Ja, wie gesagt, wir müssen halt warten, bis der kleine Band losfährt, wenn wir voll sind. Aber ja. Aber wenn ich mir das noch mal kurz bei den Tieren angucke, müssten ja eigentlich auch viel Mist und ja, 6.000 und ja, 39.000 hier, das ist schon eine Menge. Und die Sauberkeit, da müssen wir uns auch drum kümmern, unbedingt. Also da müssen wir wirklich mal vielleicht demnächst doch gucken, dass wir hier dann mal den Helfer ansetzen. Dann würde ich sagen, lass uns doch die Bahn ganz unten am Feldrand jetzt machen und dann einmal den hier zurück in der Mitte und dann würde ich den normalen Helfer mal ansetzen hier, damit er einfach weiterarbeitet und dann können wir uns nämlich um andere Sachen kümmern. Das muss ja auch sein. So, das machen wir jetzt aber mal aus der Innenansicht. Die Maschine aus. Okay,
So. Dann nehmen wir den Streifen einmal. Und es donnert hier, meine Güte. Mal gucken, wie lange uns der Regen dann hier weiter verfolgt. Gut, wir könnten rein theoretisch sagen, wir gehen mal auf achtfache Geschwindigkeit. Ich glaube, ich hänge mit dem Rohr hier am Baum fest. Kann ich das ganz steil stellen? Kommen wir da vorbei? Ja, passt. So, ich lasse mal die Zeit jetzt auf fünffach vorlaufen. Dann werden vielleicht auch die anderen Felder noch fertig und der Regen hört, hoffe ich, dann mal auch irgendwann auf. Wenn dann die Wiese soweit ist, dann können wir da mal Gras mähen. Da müssen wir gucken, was wir brauchen oder ob wir dann eben erstmal das Gras wieder direkt einlagern. Das können wir da klar ja auch machen. Und wenn wir dann irgendwo brauchen, dass wir es dann eben zu Heu oder zu Silage verarbeiten. So, jetzt machen wir erstmal hier die paar Bahnen, hier noch die Reste, die er da hat übrig gelassen. Hier mal. Na gut, das ist so wenig. Ich will jetzt erstmal die großen Bahnen ziehen. Damit wir dann eben wirklich mit dem Helfer weitermachen können hier. Weil zwei Folgen nur hier Spargel geerntet wird ja auch dann irgendwie langweilig für euch. So, wir machen das mal wieder ganz steil. So, wir sind bei 18.700 Liter, also. Ja, dürfte bald soweit sein, dass wir wieder voll sind und dann sollten beide von den Kollegen Abfahrer dann unterwegs sein. Der eine zu uns und der andere eben zum Abladen. So, die letzten 1200 Liter bitte. Können ja schon mal hier rüber gucken gleich. So, komm. Ja, Kollege Abfahrer, bitte. Hallo. Abfahrer. Will er nicht? Dann gucken wir nochmal, ob wir eben meine L losjagen können. Wieso willst du nicht? Gut, dann. Ja, dann lass es da mal kurz hintappen. Wieso fährst du nicht? Fahre zu Drescher, ja. Sagst du hier, aber machst du nichts. Ja, dann gucken wir mal, ob er es jetzt macht. Er wird jetzt zwar noch mal eine komplette Runde fahren, so wie ich den kenne, aber das ist mir auch erstmal egal. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Tiere. Das heißt, da wir eh schon ein bisschen Mist in der Schippe drin haben, tun wir erstmal hier
den restlichen Mist holen. Dann kann der nämlich in die Düngerproduktion und dann können wir die Tiere weiter sauber machen. So, ei, 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 ei. Ja. So war das nicht geplant. So, da hoffen wir mal, dass die hier jetzt irgendwie ihre Dienste so verrichten, wie sie es machen sollen. So, das ist hier die Düngergeschichte. Abkippen. Ah, da hat einer Spargel abgeladen, so wie sich das angesehen hat. Und dann hoffe ich mal, dass jetzt der Fendt. Wieso blockiert der wieder? Ach Mann. Das ist nicht das, was du machen solltest. Wenn wir hier den Helfer anmachen. Wieso will der nicht fahren? Drescher abfahren. Feld 8. Fahre zu Drescher. Macht er aber nicht. Gut, dann ziehen wir den einfach mal aus dem ganzen System raus. Lassen jetzt einfach mal nur mit einem abfahren. Das sollte, denke ich mal, sogar zeitlich einigermaßen passen. So, genau, wir machen hier weiter. Oh, da steht ein Schwader. Alles. Na, wieso willst du hier nicht mit? Jetzt aber einmal hoch. So, die Hühner sind sauber. So, und was ist jetzt mit dem 62,30? Wieso fährst du jetzt nicht zum Spargelernter? Ach Mann. Jungs, das gefällt mir nicht. Das ging doch eben einmal so richtig gut. Oder ist... Ah, warte mal. Ja, also er ist ja nicht mal in der Frucht, also daran kann es eigentlich nicht liegen. Fahre zu Drescher. Ja, dann fahr aber auch. Er mag heute nicht so wie ich mag. Gut, ansonsten müssen wir das Abfahren gleich selbst machen. Aber erstmal geht es hier an die Sauberkeit.
Das müssen wir auf jeden Fall vorher machen. Eine Chance hat er noch, der gute. Der gute Abfahrer. Und dann können wir auch gleich mal gucken, was denn unser Kartoffelwäscher so gemacht hat. Den hatten wir ja auch befüllt gehabt. 20.305 gewaschene Kartoffeln. Ein bisschen Kompost. Diesel, Wasser ist noch da. Kartoffeln sind keine mehr da. Aber das kann ja erstmal noch weiterlaufen. So, der steht hier, der steht da. Gut, dann machen wir jetzt einmal kurz manuell das Abtanken und dann hoffe ich mal, dass es dann in weiterer Geschichte es einfach funktioniert. So, gut, du tankst erstmal ab hier. So, dann geht's für dich jetzt hier nach unten. Du machst das und wir werden gleich den da einmal umsetzen. Ja, dann machen wir mal den Helfer kurz raus. Und hier einmal das bisschen weg und jetzt setzen wir den nämlich richtig an. Und ja, ich hoffe mal, dass es dann besser läuft. Dann machen wir den noch mal kurz hoch. Gucken, dass wir gerade sind. So, Helfer an. Ja, und dann gucken wir mal, ob es jetzt läuft. So, genau, du kippst hier ab. Ja, du stehst hier erstmal rum. Dreschen können wir nicht. Ja, hier läuft es, glaube ich, ganz gut. Wasser, brauchen die Tiere Wasser? Eigentlich nicht. Mischration wäre hier notwendig. Sauberkeit haben wir. Gras sieht hier gut aus. Ja, Stroh haben wir halt noch keins, deswegen erstmal nicht. So, dann kann der Kollege hier nämlich auch erstmal nach Hause, ist schlecht gesagt, zum Miststall wieder dahin, weil da steht er, glaube ich, ganz gut. So, ja, du machst jetzt hier erstmal weiter und ich sag dir nur eins, tu auf jeden Fall jetzt abtanken. Ja, dann lass uns noch mal gucken. Hier, ja, die Wiese ist jetzt komplett fertig, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das heißt, wir könnten doch da eigentlich den nicht, den auch nicht. Der steht hier, den da können wir nehmen. Da können wir den nämlich Gras mähen lassen.
Aber wenn ich bin jetzt schon wieder auf die Uhr gucke, wir sind schon wieder über der Zeit. Das ist ja der Wahnsinn. Gut, dann machen wir morgen weiter hier mit den nächsten Arbeiten. Wenn es euch gefallen hat, wie immer der Hinweis, schaltet rein, guckt morgen wieder rein, lasst ein Däumchen da und wer es noch nicht gemacht hat, gern auch ein Abo. Ja, und dann sehen wir uns morgen. Bis dann.